noch ein neues Produkt aus dem Hause Hall. Dies ist die Hall-Lehre. Standardmäßig ist sie im Zubehör bei dem Hall 3 Pro, also dem mit dem Planetengetriebe, den ich zurzeit noch nicht da habe. Aber man kann sie auch einzeln kaufen. Man kann sie auch für den Hall 2 nachkaufen. Der Unterschied ist, dass sie immer genau so einen 15 und einen 20 Grad Winkel hat, wie man das Ganze kennt. Und das Abgefahren ist, man sieht es jetzt hier unten, 15 und 20 für die beiden Seiten. Aber, und das ist der Clou bei dem Ganzen, man kann das verstellen. Wenn ich das hier reindrücke, kommen wir auf andere Werte und ich kann den steiler einstellen. Und so komme ich bis hin zu 10 Grad für die Messer. Also wir haben 10 und 25 und dann haben wir noch 13 und 22 Grad. Das bedeutet, ihr könnt noch feiner eure Messer aufstellen. Das ist nicht für jedes Messer geeignet. Ein Schweizer Taschenmesser könnt ihr nicht auf 10 hochstellen. Das ist eine Klinge, die dann so wird sehr scharf, aber auch sehr unstabil am Ende. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das müssen schon ordentliche Messer sein, mit denen man das machen kann. Da gehören Damastmesser und Ähnliches zu. Diese Lehre ist nachkaufbar, wenn man sie nicht mit dem Hall 3 Pro gekauft hat. Da wäre sie schon im Lieferumfang, aber man kann sie auch nachkaufen für alle anderen Messer. Ich zeige euch mal kurz, wie das Ganze aussieht. Wenn wir das Ganze normalerweise, eine normale Lehre, auf 20 Grad stellen, haben wir diesen Winkel. Auf 15 ist es schon steiler. Und hier kann ich dann hoch bis auf 10. Und dann seht ihr, wie steil das Ganze wird und entsprechend scharf wird die Schneide vorne. Funktioniert wie immer, wie alle anderen auch. Ihr fahrt mit der Diamantseite an dem Messer vorbei. Wenn ihr das umstellt und ihr hattet vorher 20 und ihr geht jetzt hoch bis 10, müsst ihr ganz schön lange schärfen am Anfang. Mit dem neuen Hall geht das besser, weil der wirklich eine Menge mehr runternimmt an Material. Aber ihr solltet euch die Spitze oben markieren. Und dann müsst ihr ganz oben an der Spitze euch eine Markierung in Rot machen und so lange feilen, bis ihr die oberste Spitze weg habt. Weil wenn ihr das Messer umgestellt habt, das war vorher so, und ihr stellt das jetzt auf 10 Grad, dann schleift ihr erstmal seitlich am Messer, bevor ihr überhaupt bis zur Spitze oben kommt. Und ihr müsst halt dann so lange feilen, bis ihr die Edding-Punkte oder die Filzmarker-Punkte wieder weg habt. Ich empfehle euch, ein Rot zu nehmen, weil man durch die Metallspäne das bei Schwarz oder bei Blau nicht so gut sieht. Es bleiben ja auch Metallspäne, die nachher oben an der Kante hängen bleiben. Genau, das hier ist jetzt einfach ein Messer aus unserem Hause. Wir haben auch eigene Messer, die werden für uns in Solingen gefertigt. Dazu haben wir noch kein Video. Aber auf unserer Webseite findet ihr die. Ja, bei uns in Köln könnt ihr euch die ganzen Dinge angucken. Sowohl den neuen Hall 3, die Lehre, den neuen Cruise haben wir alles vorrätig für euch. Und natürlich auch die Hall-Schere, die mit dem hier allerdings keinen Sinn macht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Danke und viele Grüße.